Sehr geehrte Frau Zeppler-Rouge, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, dass ich gerade heute zu Ihnen sprechen darf. Der heutige Tag ist für mich seit meiner Kindheit ein besonderer Tag. Als ehemaliger Bürger des östlichen Deutschlands, der DDR, war der 8. Mai für mich über 45 Jahre, nämlich von 1946 bis 1990, ein staatlicher Feiertag. Als Tag der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg und als Tag der Befreiung von der Nazi-Barbarei. Unbestritten ist dabei der Anteil aller alliierten Siegermächte. Sie alle haben damit den Weg freigemacht für einen demokratischen Neuanfang in Deutschland, in Ost wie in West. Unbestritten ist es aber auch, dass es die von Deutschland überfallene Sowjetunion war, die den Hauptteil des Blutzolls für diesen Sieg und diese Befreiung zahlen musste. 20 bis 25 Millionen Bürger dieses Landes haben ihr Leben dafür gegeben. Von den riesigen Verwüstungen ihres eigenen Landes ganz abgesehen. Allein im Wettlauf um die deutsche Hauptstadt und in der Schlacht um Berlin verloren in den letzten zwei Kriegswochen rund 170.000 sowjetische Soldaten ihr Leben. Sie trugen wesentlich dazu bei, dass Deutschland vor den ersten amerikanischen Atombomben bewahrt wurde, die eigentlich für Berlin und Dresden vorgesehen waren. Heute, 76 Jahre danach, wird den Bürgern unseres Landes Russland erneut als Feind vorgeführt. Tag für Tag werden von Massenmedien Kübel von Hass, Häme und Verleumdung über dieses Land und seine Repräsentanten ausgeschüttet. Heute, 76 Jahre nach dem Kriegsende, müssen wir feststellen, dass die Konfrontation zwischen den Großmächten eine Dimension angenommen hat, die angesichts des technologischen Fortschritts in den letzten 30 Jahren gefährlicher ist als die in der Zeit des Kalten Krieges. Insbesondere seit Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden, bislang kaum mehr als 100 Tage im Amt, hat sich die Rivalität zwischen den USA und der Europäischen Union einerseits und von Russland und China andererseits dramatisch verschärft. Dabei gibt es keine Zweifel, dass der Anfang dieses Prozesses spätestens mit der Präsidentschaft von Obama begonnen hat. Aber das heißt keineswegs, dass die Russen und die Chinesen an diesem Zustand völlig schuldlos sind. Aber wir sollten nicht wie gelähmt auf die realen Widersprüche in der Welt von heute schauen, sondern auch die Zeichen erkennen, die auf Lösungsmöglichkeiten verweisen. So ein Beispiel ist die Erklärung des russischen und des chinesischen Außenministers vom 24. März dieses Jahres in Guilin. Erstmals haben China und Russland eine gemeinsame politische Grundsatzerklärung unterzeichnet, die sich an den transatlantischen Westen richtet, von der offiziellen Politik des Westens aber kaum wahrgenommen wurde. Diese Erklärung versteht sich als alternative Antwort auf das westliche Verständnis von Global Governance. Mit dieser Erklärung gehen zwei Signale an die westliche Welt. Erstens, China und Russland haben gemeinsam die Allgemeingültigkeit der geopolitischen Spielregeln des Westens in Frage gestellt. Insbesondere die Interpretation des Westens über Demokratie und Menschenrechte. Nach diesen Spielregeln werden unter dem Schlagwort einer regelbasierten Ordnung die westlichen Interpretationsmuster für Demokratie und Menschenrechte zum Maßstab der globalen Entwicklung gemacht. Diese Auffassung beruht auf dem Selbstverständnis des transatlantischen Westens, dass er selbst die höchste Stufe der menschlichen Zivilisation verkörpert, der sich alle anderen Kulturen, in deren Rahmen die annähernd zwei Staaten dieser Welt koexistieren, unterzuordnen haben. Man sollte sich an den US-amerikanischen Politologen Samuel P. Huntington erinnern, der bereits Mitte der 1990er Jahre in seinem Buch Kampf der Kulturen den Glauben an die Universalität der westlichen Welt als wörtlich falsch, unmoralisch und gefährlich bezeichnete. Huntington erkannte in einer Politik des Westens, die
wiederwörtlich unterschiedliche kulturelle Wertvorstellungen nicht berücksichtigt, die Wurzel für Konflikte zwischen Staaten und verschiedener Kulturkreise. Genau das zeigt sich in den jüngsten Kriegen auf dem Balkan, im Kaukasus sowie im Mittleren und im Nahen Osten. De facto hat die Verabsolutierung der westlichen Werteorientierung in der Außenpolitik missionarischen Charakter mit einem neokolonialistischen Anspruch. Dieses Zivilisationsmodell entspricht dem Lebensbild des heute im Westen so oft beschworenen weißen Mannes samt seiner weißen Frau, der seinen globalen Machtanspruch durchgängig seit Anfang des 16. Jahrhunderts praktiziert und seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus versucht, die außereuropäische Welt zu unterwerfen. Das ist letztlich auch struktureller Rassismus. Ich kann das jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber ich möchte betonen, dass der G7-Gipfel, der diese Woche stattfand, genau diesen Machtanspruch manifestiert. China und Russland haben mit der gemeinsamen Erklärung ihrer Außenminister vom 24. März ein Signal gesetzt, dass die Zeit des Kolonialismus endgültig vorbei ist. Der Universalitätsanspruch des westlichen Wertekanons wurde damit zurückgewiesen. Damit komme ich zum zweiten Signal, das von dieser Erklärung ausgeht. Es lautet: Die Einheit der Welt besteht in ihrer Vielfalt und diese Vielfalt verlangt Kooperation und Dialog über alle unterschiedlichen Interessen und Widersprüche hinweg. Das ist der Kern der gemeinsamen Erklärung, die von der westlichen Welt nicht wahrgenommen werden will. Dieses zweite Signal verweist vor allem auf die Lösung des Konflikts und ist insofern auch ein Angebot an den Westen. Diese gemeinsame Erklärung ruft dazu auf, wörtlich Meinungsverschiedenheiten beiseite zu schieben, die gegenseitige Verständigung und die Zusammenarbeit im Interesse einer gemeinsamen Sicherheit und geopolitischen Stabilität auszubauen. Dabei wird die gemeinsame Bewahrung des internationalen Rechtssystems, soweit, in den Vordergrund gestellt. Und in diesem internationalen Rechtssystem wird den Vereinten Nationen die zentrale Rolle zugewiesen. Das Bekenntnis zur UNO ist die Quintessenz der russisch-chinesischen Position. Dabei geht es insbesondere um die Stärkung ihrer Charta und der darin festgeschriebenen Grundsätze und Ziele. Gemeint sind dabei die Prinzipien der Gleichheit und Souveränität aller Völker und Staaten sowie die Berücksichtigung ihrer nationalen Besonderheiten statt der Verabsolutierung der westlichen Werte. Nicht Vorherrschaft und das Recht des Stärkeren sollen die Weltordnung dominieren, sondern die gemeinsame Verantwortung aller Nationen in einem multilateralen System. In der Erklärung wird daher auf die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates verwiesen, die eine, so heißt es, Vorreiterrolle beim Beschützen des Völkerrechts und der darauf basierenden Weltordnung übernehmen sollen. Deshalb wird auch ein Gipfeltreffen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates vorgeschlagen. Russland und China haben mit dieser Erklärung keineswegs die Werte ihrer Kulturen und Staaten hervorgehoben. Sie wollen lediglich, so heißt es, in diesen Bereichen einen Dialog zum Wohle der Völker aller Länder auf der Grundlage der Gleichstellung und gegenseitigen Achtung führen. Am Ende der Erklärung wird nochmals ausdrücklich der Dialog als zentrales Instrument der internationalen Politik hervorgehoben. Und dieser Dialog zielt darauf ab, alle Länder der Welt zu vereinen, anstatt der Konfrontation zu dienen. Wir brauchen diesen Dialog nicht trotz der Konfrontation, sondern wegen der Konfrontation. Und nicht die Abschaffung der Vereinten Nationen, sondern deren Stärkung ist daher auch das Gebot der Stunde. Bei allen realen Mängeln,
die diese einzigartige Institution und der vielfältigen Versuche, sie für Hegemonialinteressen zu missbrauchen oder zu destabilisieren, gilt. Zu den Vereinten Nationen gibt es keine Alternative. Und diese Institution hat auch die Kraft, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Davon zeugt nicht zuletzt die Implementierung des Atomwaffenverbotsvertrages der UNO. Die Nicht-Kernwaffenstaaten haben sich durchgesetzt. Dieser Vertrag ist seit dem 22. Januar dieses Jahres gültiges Völkerrecht, rechtswirksam, aber zunächst nur für die 86 Unterzeichnerstaaten. Das ist ein Anfang, an dem es anzuknüpfen gilt. Dialog ist das zentrale Instrument zum Abbau der Konfrontation und zum Aufbau einer realen, multipolaren Welt. Und die Organisation der Vereinten Nationen bildet die Brücke, die wir dazu bewahren und beschreiten müssen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.